Gut. Das Spiel hat schon echt viel Geld, oder? Du brauchst aber echt viel Geld. Ja gut, um Allein, Radio ja, allein alles um Radio Stuff zu abzukaufen. kaufen. Das heißt, mehr. Was ist das hier? Das ist einfach nur, wo das Wasser herkam, ne? Okay. Weiter nach oben komme ich erstmal nicht. Das heißt, du kommst erstmal mit. Richtig, die Verdienste. Aber wenn ich euch jetzt darum bitten würde, jedes Mal Verdienste zu posten, wenn ich Verdienste bekomme, das könnte ein bisschen dauern. Bei großen Verdiensten dann nur. Ja. So, ich kann jetzt bis hier. Kann ich auf die andere Seite? Da kann ich nach oben. Ach, guck mal, da ist schon wieder so ein lustiges Teil. Ich finde das Prinzip voll cool. Ich kenne das halt ja von den Maimais, dass man dann so ein bisschen dahinter muss. Dann sind hier wieder zwei Schalter, aber erst muss ich dich hier rüber kriegen. Erstmal hinten warten lassen. Bitte bleib da oben. Die sind voll aufdringlich, diese Viecher. Das aufdringliche Fans. Ganz ehrlich, wer bringt freiwillig die Dame da oben hier runter? Kurz da stehen. So. Für die Challenge. Oh. Ah, da komme ich an meine Truhe bestimmt ran. Als ob, das ist doch mindestens ein Fake dabei. Leute, die dumm sind. Nein, Todesgrabscher fehlen hier definitiv nicht. Alles Das war echt. sicherer, als ich gedacht hätte. Was? Ich habe Mastererz erhalten. Der Schmied kann damit das Masterschwert stärken. Nice. Ist hier irgendwo Geld in der Wand? Man sieht sogar die Lampe. Stimmt, die habe ich ja auch die ganze Zeit noch an mir dran. Okay, Lorenza. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig und können wieder nach oben. Das Misstrauen. Ja, aber ne, wenn da so viel Geld rumliegt, wenn ihr auf der Straße so eine Reihe von 5-Euro-Scheinen liegen sehen würdet. So, wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Vorhin war ich ja da hinten. I see. Bleib mal kurz da stehen. Da ist ein Schalter. Und da komme ich aber nicht rüber. Aha. Lorenza, stell dich mal dahin. Da ist gut. Ich muss da mal was erledigen. So. Hallo, Mon Mon. Dann. Hier. No, nein, 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 nein. Wie die sich auch noch aufteilen, die Säcke. Doch schön so einen großen Bogen laufen, um dich zu meiden. Wo ist der andere abgeblieben? Tät? Ah, ja. Sieht echt aus wie so ein Scheißhaufen. Aber das Prinzip finde ich eigentlich ganz cool, dass man jetzt noch eine zweite Person bekommen hat. Das schon. Vor allen Dingen finde ich es eigentlich ganz gut umgesetzt. Also es klappt eigentlich ganz gut. So, von da war ich ja gekommen, prinzipiell. Da war ja die Zelle. Und die anderen Truhen waren ja auch erst wieder oben. Okay. Und wenn man halt immer so kleine Mini-Dungeons, hier passiert irgendwas gleich, hier passiert irgendein Scheiß gleich, ich sag's euch. Wenn man immer so Mini-Dungeons hat, finde ich es auch eigentlich ganz schön, wenn man da wirklich, wie soll ich sagen? Ich mag viele Dungeons, ich mag viele verschiedene Dungeons. Ich finde, Dungeons sind das Beste an Zelda. Oh, das wollte ich nicht. Dementsprechend, wenn man dann wirklich viele verschiedene hat und viele verschiedene Sachen, finde ich das eigentlich echt sehr schön. Hallo Nighty und Alex und Sullivan. Ich glaube, jetzt habe ich alle einmal erwischt. Warum passiert hier nichts? I knew it! Gut, ich habe es vorhin gemeint mit einem großen Boss, aber so funktioniert es auch. Dann sind sie auch noch auf Scheiße, Mann! So.
dann einfach eben. Was ist denn eigentlich, wenn sie von einem random Gegner getroffen wird? Weiß ich nicht. Ist dir nie passiert, ne? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt müssen wir hier irgendwie zurückkommen. Das hier ist ja kein... Nein! Ding. Okay. Ich weiß halt nicht, ob sie automatisch stehen bleibt, wenn Gegner kommen. Deswegen wollte ich eigentlich sagen, dass sie kurz noch stehen bleiben soll. So. Also schon? Warum sollte man sich da drauf stellen? Genau das. So. Die Sache ist... Oh, die Dinger sind aus. Wie gut kann sie fliegen? Probier's aus. Anscheinend gut genug. Ja. Und da... Ey. Komm schon bitte mit. Vielen Dank. Ist an der Kante hängen geblieben. So. Ah, jetzt komme ich auch an die Truhe dran. Was soll das hier sein? Teleporter. Ein Teleporter unter dir. Was? Ach so! Aber hier? Ah, da. Was ist denn der Teleporter unter mir gewesen? Wo kommt der her? Weiß nicht, der ist gerade angegangen. Wahrscheinlich einfach, wenn ich jetzt runterfallen würde, dass ich dann wieder hochkomme. Aber ich habe ja unten nichts mehr zu tun. Ich finde, bislang geht das auch eigentlich ganz gut. Also normalerweise, wenn ich mir das so angucken würde, würde ich mir denken, um Gottes Willen, weil du eigentlich immer gucken musst, dass deine Begleiterin vernünftig überall rüberkommt, was halt manchmal gar nicht so einfach ist, weil man wirklich alle Register ziehen muss in Sachen in die Wand rein und dies und das. Und weil ich immer Angst habe, sie zu verlieren. Bleib bitte dort. Das sind leider nicht die intelligentesten Monster. Nein. Nein. Irgendwo da hinten ist sie, aber ich kann nur auf sie geradeaus zulaufen. Irgendwie ist eine Wand im Weg. Ah! Ja, aber es klappt ganz gut, wollte ich sagen. So. Der Ausgang ist verschlossen. Dann müssen wir wohl die große Tür da vorne nehmen. Okay. Also das sah, fand ich, von oben... Ne, stehst nicht ganz drauf. Sehr viel schlimmer aus, als es eigentlich war. Also als ich so runtergeguckt habe, habe ich mir gedacht, es könnte schon, ne? Also, du stehst da sowieso rum. Du willst dir auch bald den Link Between Worlds holen. Ja, warum nicht? Also bislang finde ich es auch echt cool. Aber ich habe gecallt, dass der große Schlüssel hier drin ist. Die Sache ist halt nur, ich hoffe, dass die Bamboss jetzt nicht einfach random rumsteht. Also ich hoffe, dass sie durchaus Bamboss einfach irrelevant ist. Dann wiederum glaube ich es nicht, weil ich, ja, also es ist kein besonderes Item, was ich hier in irgendeiner Form gebraucht hatte. Aber keine Fee. Ich packe einfach mal den dahin. Deswegen, ich fürchte halt schon, dass sie wichtig sein wird. Weil, ne, ansonsten habe ich keine Ahnung, was das jetzt für ein Boss wird, aber gucken wir mal. Ich weiß es natürlich nicht. Ja, okay, so viel dazu. Was ist denn jetzt los? Guah, ihr Narren! Glaubt ihr etwa, dass ihr mir entkommen könnt? Wo konnte ich nochmal blocken? Hä? Wo ist der hin? Verstehe das nicht! Ich brauchte einen Moment. Sorry. Erstmal kotzen. Also ich meine, es war jetzt schon
Mal gucken, wie ich dem ausweiche. So, ich muss vielleicht auch erstmal draufschlagen. Hey, wo ist der schon wieder hin? Also, es war schon offensichtlich mit dem Schild, weil das ja jetzt schon öfter mal auch im Dungeon vorkam. Achso, wenn der so durchsichtig ist, kann ich ihn auch gar nicht treffen, sehe ich gerade. Hm. Wo ist der? Ich verstehe das nicht! Warum ist eins mal hinter mir? Und jetzt die zweite. Also, da keinen Bock mehr auf sein Schild. Aua. Kann auch eine Wirbelattacke. Kann ich den Face tanken? Maybe. Au. Ich glaube nämlich, ich habe nur keine Heilung, ne? Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass. Wie kann ich den denn ausweichen? Weglaufen? Kann ich die Milch trinken? Ich glaube nicht. Scheiße, Mann. Ich glaube, der wird mich gleich killen. Sein Kopf weggeworfen. Scheiße. Oh, ich lebe noch. Nein! Verdammt. Das war so knapp. Ich war so gut. Mhm. Jetzt habe ich all meine Items verloren. Oh, das ärgert mich jetzt richtig. Wieso habe ich auch keine Fee dabei gehabt? Ich weiß es nicht. Das ist so meine nächste Frage. Oh, das ärgert mich jetzt richtig hart. Der Dungeon lief so gut. Also den Dungeon habe ich echt gut hingekriegt. Dann reckt mich der Boss. Vor allem, der ist so billig. Der ist gar nicht so schlimm. Ich hätte nur eine Fee noch gebraucht, die ich aus irgendwelchen Gründen nicht hatte. Vor allem sind jetzt all meine Items, wobei nicht alle. Nee, Bogen und Bomben hast du, glaube ich, behalten. Und den Eisstab. Und den Eisstab. Naja, gut. Ich wollte die Sachen ja eh von Ravio kaufen. Nein! Schon gerne wieder hier, ja? Du hättest mich ruhig voll heilen können. Ich kann raus und rein, oder? Ist doch kein Ding. So. Ich glaube, nur an eine Fee komme ich jetzt sowieso nicht so gut ran. Also wie gesagt, ich hätte eine Fee gebraucht, weil der hat schon so rot geleuchtet. Ich glaube, der war halt auch schon fast tot. Ja. Die Sachen habe ich. Einfach nochmal versuchen direkt. Ja, das sowieso. Ja gut, ich hatte mal eine Fee und dass ich die Fee irgendwo verbraucht habe, das, da wäre ich tatsächlich selber drauf gekommen, dass ich keine Fee mehr habe, weil ich meine Fee verbraucht habe. Mir schon, du wolltest nur die einsame Szene von Ravio zeigen. Es ist mir schon klar, dass die nicht vergammelt ist, weil sie ein Haltbarkeitsdatum hatte. Also, stimmt, steht wieder da unten rum. Scheiße, Mann. Ich hoffe, das ist jetzt... Die Gammelfee. Ich muss die wieder von unten holen? Ja. Ist das dein Ernst? Nein. Also, ja. Warum? Weil die wohl mit raus soll. Ist die dumm? Anscheinend. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Nein. Try the Teleporter? Ach so, ja. Mal gucken, wo er dich hinbringt. Also, wie gesagt, den Dungeon, den habe ich eigentlich gut hingekriegt, fand ich. Muss ich ja mal doch sagen. Hätte gedacht, dass mir die Rätsel durchaus ein bisschen schwerer fallen würden. Mädel, die Tür ist offen. Du kannst schon mitkommen. Kannst du sie einfach durch den Teleporter mitnehmen? Kommst du dahin? Ich guck mal. Und... Nein. Den Boss fand ich jetzt eigentlich auch ganz gut so. Nur hat leider ein kleines bisschen am Ende gefehlt. Und es hat mich dann auch... Kommen die Viecher jetzt alle nochmal wieder? Weiß ich nicht. Ja. Das ist aber blöd gemacht. Also ich finde, wenn man einmal alles gelöst hat, dann sollte das jetzt auch nicht unbedingt nochmal alles kommen. Dann wiederum, vielleicht ist das Spiel auch einfach drauf ausgelegt, dass man beim Boss... Moment, da ist jetzt der Teleporter. ...nicht drauf geht.
ich mich drauf stelle? Gehen wir beide hoch? Wahrscheinlich ist das Spiel echt so drauf ausgelegt, dass du einfach nicht stirbst. Wo muss ich eigentlich jetzt lang? Runter oder rechts? Also Treppe runter und dann rechts oder hier runter? Im Raum runter. Okay. Dann muss ich ihn doch bekämpfen. Jetzt so beim Kämpfen. Ach ja. Wobei. Die kommen nicht wieder. Warum kommen die nicht nochmal? Das ist voll. Und nicht konsequent. Inkonsequent. Ja. Jo. Warum? Ich verstehe es nicht. Aber zumindest ein bisschen abkürzen kann man, das stimmt. So. Was ist jetzt los? Guahahaha. Dann versuchen wir das doch nochmal. Ist ja auch keine Schande. So, jetzt kommt seine Kotze. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Na komm, ich kann nichts machen, solange du unsichtbar bist. Okay. Einmal schlagen, dann in sein Schild, dann hinten raus. Dann wieder draufknüppeln, dann kommt wieder seine Kotze. Dann will er mich wieder schlagen. Irgendwann. Der Boss heißt übrigens Stahlbind. Okay. Oder Stahlbind. Keine Ahnung, was aussprechen soll. Dann drauf, ins Schild, raus, schlagen. Nase kratzen, Schild weg. Und das war die Phase, wo ich so viel Schaden gefressen habe. Da konnte ich jetzt auch nicht mehr weg, da war der Rand. Kannst du eigentlich abblocken mit dem Schild, den Angriff? Habe ich es abgeblockt? Glaube. Bei denen wahrscheinlich eher nicht. So, jetzt ist er wütend. Jetzt verliert er seinen Kopf. Immer diese Kopflosen. Kopf ist so ein bisschen nervig, als wenn du dich nicht schon genug darauf konzentrieren müsstest, dich nicht von dem Schwert treffen zu lassen. Möchtest du dich auch nicht von dem kotzenden Kopf treffen lassen? Nice. Uff. Da war ich jetzt aber schon ein bisschen angespannt, ehrlich gesagt. Wollte mich jetzt nicht nochmal von dem schnetzeln lassen. Also den fand ich jetzt tatsächlich schon schwerer als die Bosse davor, meiner Meinung nach. Also ich fand jetzt hier Moldorm und dieses Beyblade-Ding, die fand ich eigentlich ziemlich... Magomil. Die fand ich halt beide ziemlich easy, ehrlich gesagt. Sowohl einmal mit diesem Tornadostab als auch, ja, Moldorm mit dem Schwert. Jo. Niemand benutzt den Hammer bei Moldorm. Nein, außer Gracie. Also die fand ich echt easy. Den fand ich jetzt schon ein bisschen schwieriger, weil der halt auch verschiedene Phasen hatte, auf die man sich immer wieder einstimmen musste. Aber hey, hat funktioniert. Von daher gesehen ist meine Wut jetzt auch wieder weg. Aber ich habe mich schon hart über mich selber geärgert. Ich sollte niemals Dark Souls spielen. Oh Gott. Wer konnte ich dieser Tür dort entkommen? Los! Herz. Container. Es gibt keinen. Das ist schon gemein. Ich habe mich so angestrengt und ich bekomme nichts. Da hinten ist das Haus, in dem das Gemälde versteckt ist. Komm mit. Aber der Dungeon war cool. Ich habe ja echt wirklich erst richtige Horror-Szenarien im Kopf gehabt, als es hieß Escort-Mission. Aber die fand ich eigentlich... Da ist mein Herzcontainer. Ja. Da ist mein Sandstab! Das ist doch der Sandstab-Typi, oder? Er hat schon eine hässliche Frisur. Das hier ist es, oder? Was ist denn das eigentlich für ein Gemälde? Weißt du was? Es sieht ein bisschen aus wie du, wenn du dich in ein Bild verwandelst. Gibt's da eine Verbindung? Wer bist du eigentlich?
Ach nein, antworte lieber nicht. Meine Neugier hat mich schon einmal in Schwierigkeiten gebracht. Mach's gut und danke nochmal. Krieg ich das Haus gleich mit? Neues Haus, hast eh eins verloren, ne? Ja. Sehr schön. Meine Frage an den Chat, an die Leute, die das Spiel gespielt haben. Wer von euch, Hand hoch, hat diesen Dungeon auch als erstes gemacht in Lorule? Wahrscheinlich ich auch. Würde mich mal so interessieren, weil das finde ich am naheliegendsten eigentlich, ne? Wobei, nee, gar nicht. Ich habe die A Link to the Past-Reihenfolge, glaube ich, gemacht. Ah. Und ja, schon doch einige. Was mache ich jetzt mit dir? Anfassen? Wo bin ich? Du bist doch der Junge von der Schmiede. Wie kommt es, dass du hier bist? Ah! Ist das einfach das Masterschwert in deiner Hand? Ich verstehe, das bedeutet wohl, dass du der Held bist und nicht ich. Da bin ich wohl nur einer der sieben Weisen. Aber ich bitte dich, rette auch die anderen Weisen. Seltsam, wie die Dinge entwickelt haben. Doch ich danke dir, Jan. Ach ja, dieser Stab. Man nennt ihn den Sandstab, glaube ich. Ich habe ihn in einem merkwürdigen Kirchen namens Ravi ausgeliehen. Und da ich diesen Erdfass nicht verlassen kann, ist es mir nicht möglich, ihn zurückzugeben. Jetzt, wo ich ein Weiser bin, sehe es schlecht aus, etwas auszuleihen und es dann ewig zu behalten. Könntest du ihn für mich zurückgeben? Yay! Okay. Dann würde ich ja sogar vorschlagen, dass wir jetzt erst zu Ravio gehen. Zum einen habe ich nicht mehr sonderlich viele Items. Und zum anderen kann das, glaube ich, nicht schaden wegen dem Sandstab. Ach so. So laufen die Dinge hier. Ja. Nee, dann kann ich mir meine Items holen. Ich kann ja vielleicht auch nochmal zur Schmiede und gucken, ob mein Masterschwert jetzt stärker werden kann oder ob ich da noch mehr Erz für sammeln muss. Und dann kann ich noch die eine Sache machen, die Jan mir erzählt hatte. Ich wollte mal vorher einmal auf die Karte hier gucken. So. Da. Da war das Minispiel, oder? Links von meinem Pin hier? Ja. Genau. Das heißt, wie ich da unten links hinkomme, zu dem Kreuz, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Vielleicht irgendwo durch irgendein Loch oder so, aber prinzipiell nicht sicher. Ich könnte vermutlich unten rechts in den Dungeon, weil der scheint eigentlich offen zu sein. Ist über dem Dungeon? Ist quasi mein Haus? Oder das, was mal mein Haus war? Das da? Mhm. Oder was ist das? Ja, müsste. Okay, also da könnte man auf jeden Fall hin. Ob ich zum Haus des Windes von hier aus komme, wage ich zu bezweifeln. Das gleiche gilt für den potenziell ersten Dungeon, den wir hatten. Heißt, ich könnte vielleicht noch den Dungeon da unten machen. Stand aktuell. Ich glaube, ansonsten stört mich so ein bisschen die Klippe. Mhm. Heißt, ich müsste für unten links und ganz unten rechts vermutlich Durchgänge finden. Und für die anderen Sachen vermutlich auch. Okay. Gut. Ab und zu muss ich dann doch mal auf die Karte gucken. Wo zur Hölle ist hier der Durchgang? Es war in dem Haus, oder? Von der Tante. Also. Ich gehe außen rum. Beziehungsweise ich komme, glaube ich, bei dem Haus von der Tante wieder raus. Ich habe nämlich tatsächlich, true story by the way, letztens von diesem Spiel geträumt. Und ihr wisst, ich habe ja auf der Karte sehr viele Mai-Mais markiert. Das sind die blauen auf meiner Karte, die ich noch nicht holen konnte, weil die, glaube ich, in den meisten Fällen irgendwo auf Bäumen saßen, mit ein paar kleinen Ausnahmen, aber die meisten saßen halt echt auf Bäumen. Und das sind ja doch einige. Und ich habe tatsächlich geträumt, dass ich die schon jetzt von den Bäumen runterholen könnte. Und ich habe auch schon das Item dafür, aber Jan hat es mir einfach nicht gesagt. Und dann habe ich ihm diesen Traum erzählt, nach dem Motto, dass er mir das halt vorenthalten hat. Und dann hat Jan mich ganz dumm angegrinst
Und dann habe ich realisiert, dass dieser Traum tatsächlich mehr oder minder der Wahrheit entspricht und ich die Maimais tatsächlich schon von den Bäumen holen könnte. Zwar nicht mit meinen jetzigen Items, insofern war der Traum nicht ganz richtig, aber ich könnte. Deswegen möchte ich mich da gerne bei Gelegenheit drum kümmern. Aber das war schon irgendwie ein bisschen gruselig, wenn ich das mal so sagen darf. Minimal. Ich hatte eine Erkenntnis. Ja, ich habe irgendwelche mysteriösen Fähigkeiten.